Also wie gesagt, sie brauchen jetzt keinen tiefen Pass. Kurzer reicht. Schon wieder! Was? Das meinen die doch nicht ernst? Zum dritten Mal? Vor allem, wenn ich es richtig gesehen habe, war der andere Receiver, der eine Crossroute gelaufen ist, relativ frei. Da haben wir ihn. Ah, auch gut gedeckt. Ay, ja, bitte. Also vor allem dafür ist das Backfield einfach von Minnesota zu gut, dass man hier mit dem gleichen Spielzug dreimal versucht, ein besseres Ergebnis zu erreichen. Und immer zum potenziell besten Cornerback der Liga, dreimal hintereinander. Manchmal frage ich mich, was die Koordinatoren essen. Vierter und zehn. Das könnte der letzte Spielzug in diesem Divisional Playoff Game sein und die Fahrkarte für die Vikings ins NFC Championship Game. Sie müssen einen First Down schaffen. Unfassbar. Und Ecke holt die Säge raus, wenn man den sehen könnte. Das ist doch der Wahnsinn. Wie kann der Mann so cool sein? Wie kann Drew Brees so cool sein, dieses Ding da anzubringen? Der hat kein Eiswasser in den Venen. Das ist keine Flüssigkeit. Das ist Trockeneis. Und der war perfekt geworfen, ja, auf die Nummer. Unglaublich. Und jetzt, er ist ein besserer Receiver, als er Quarterback ist. Und jetzt weiß auch Case Keenum, um Gottes Willen, sind die jetzt schon in Field-Goal-Range? Ich weiß es gar nicht, wo liegt denn jetzt der Ball? Im Bereich, den Will Lutz schießen kann. 33, jetzt, und sie haben noch einen Timeout. Jetzt ganz wichtig, keine Fehler machen. Erstklassig, und raus aus dem Feld. Oh Gott. Und jedes Yard ist jetzt wichtig. Spiel. Jedes Yard ist wichtig und sie sind auf dem Weg. Sie könnten den Traum der Minnesota Vikings zerstören. Und ich habe tatsächlich auf die Vikings getippt, aber Drew Brees ist in der zweiten Halbzeit, erste Halbzeit Kreisklasse, zweite Halbzeit Weltklasse. Mr. Jekyll und Dr. Hyde, zwei unterschiedliche Quarterbacks. Und immer noch 37 Sekunden, die können noch ein ganzes Stück näher rankommen an die Endzone. Aber Jan, die beste Defense steht da drüben, vielleicht kriegen wir einen Sack, einen Fumble, eine Interception. Es liegt was in der Luft. Ganz schnell, ganz sicher weggeworfen auf Michael Thomas. Wieder 5-6 Yards gemacht. Haben sie jetzt einen Timeout genommen, oder? Guck mal, den Ball gerade noch losgeworfen. Hat er den überhaupt gefangen? Da bin ich mir auch nicht sicher. Rutscht da ein bisschen durch. Please set the game clock to 33 seconds. 33 seconds, please. Das könnte jetzt aber nur wirklich in Frage gestellt werden von der Booth, also von den Schiedsrichtern selber, weil innerhalb der letzten zwei Minuten kann keiner mehr ein Challenge nehmen, mal abgesehen davon, dass Sean Payton auch keins mehr hat. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die Schiedsrichter das nochmal überprüfen oder ob sie sagen, der Ball war gefangen. Oh, schau nochmal genau drauf. Siehst du, da rutscht er nämlich raus. Siehst du, wie er zwischen den beiden aufpasst? Aber bleibt er an seinem Unterschenkel? Und wie gesagt, sie müssen ja... Ich hänge mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, der ist nicht angekommen. Und ich sage, der ist auf seinem Unterschenkel und hat nicht den Boden berührt und wird so stehen bleiben. Und ich sage, ich glaube, der hat vielleicht leicht den Boden berührt, aber dadurch, dass es keinen eindeutigen Videobeweis gibt, glaube ich, bleibt der Catch trotzdem bestehen. Drei Meinungen, zwei Experten und ein Kommentator. Guck mal. Ja, man sieht in den Einstellungen wirklich nichts. Und wenn man nichts sieht, dann bleibt er halt meistens so stehen. Und Will Lutz muss der sein. Ich meine, der muss jetzt wirklich die Hosen gestrichen voll haben. Bis oben hin. Da gab es mal den besten Spruch eines amerikanischen Kommentators. All the money, all the glory lays in the right foot of Rookie Jim O'Brien. Das waren, glaube ich, die Baltimore Colts damals gegen die Dallas Cowboys und der hat ihn reingemacht. Will Lutz in seinem zweiten Jahr wurde nicht gedraftet, war undrafted. Free Agent von den Baltimore Ravens, bei denen im Camp 2016 wurde dann gecuttet, war nicht gut genug und wurde dann von den New Orleans Saints unter Vertrag genommen. War als Rookie ganz okay und spielt jetzt sein zweites Jahr. Also der ist noch relativ frisch. Das ist sein erstes großes Spiel. Hat in der regulären Saison 32 von 37 untergebracht. Aber bei den Kicks, die über 50 Yards waren, hat er von 6 5 reingemacht.
Ich glaube, in den Playoffs ist, was du vorher gemacht hast, alles egal. Alles wurscht. Ah! Gut. Muss ja auch so sein. Die Experten haben recht. Dafür sind wir da. Dafür seid ihr da, Jungs. Dritter und eins. Oh, wow. Ich traue dem Ganzen noch nicht. Ich habe das Gefühl, hier ist noch ein Big Play der Defense in der Luft. Oder Will Lutz hat die Büchse voll und knallt das Ding in den Westflügel. Ja, oder bei der Defense-Line vielleicht sogar ein Field-Goal-Block. Also, es kann auch wirklich einiges passieren. Wäre ich Coach der Saints, ich würde den Ball jetzt noch einmal laufen, First Down und dann das Field-Goal schießen. So genau, das würde ich auch machen. Und ich glaube, das denkt sich auch Sean Payton. Uhr runterlaufen lassen, Timeout nehmen in der letzten Sekunde. Ah, die Vikings haben ja noch zwei, die nehmen jetzt ein Timeout. Aber genauso machen sie es, vierter Versuch. Jetzt gibt es keinen Kommen mehr, keine Gnade für Will Lutz. Ja, mich wundert sogar nur etwas, dass der Ball eben auf die rechte Seite gelaufen wurde, weil normalerweise versucht man hier etwas, das mehr zu zentrieren, aber es hat ja trotzdem alles geklappt. Und es hat so gut angefangen, wie wir gerade gesehen haben. Eine Interception, dann der Touchdown für die Vikings durch Latavius Murray. Dann hat Drew Brees in der zweiten Halbzeit aufgedreht. Hier kommt nochmal der geblockte Punt, der dann zu dem Touchdown von Alvin Kamara geführt hat. Dann das richtig gute Field Goal von 53 Yards von Kai Forbath. Wieder Hoffnung für die Vikings. Und jetzt liegt alles auf den Schultern dieses Mannes hier mit der Nummer 3, Will Lutz. Könnte übrigens auch deutscher Abstammung sein. Der Lutz. Lutz heißt ja Lutz eigentlich geschrieben. Völlig wurscht, 43 Yards, absolut machbar. So, jetzt. Oh, der ist aber so, ist das nicht gut. Drin. Aber das Spiel ist noch nicht vorbei. Und es ist immer noch nicht vorbei, das Spiel. Eieiei. Das gibt's doch nicht. Die Vikings haben noch 25 Sekunden und ein Timeout. Es könnte noch mal zu einem Field Goal kommen. Ich höre da so viele Pfeifen. Was ist denn da auf dem Feld los? Das wird hier zu einem absoluten Kicker-Match, wird das. Will Lutz genauso sicher wie vorher Kai Forbath. Hör mal, was ist das für ein Spiel? Player-Football, muss man ganz ehrlich sagen. Also mal schauen, wie viele Yards die Vikings noch hinbekommen, damit es vielleicht zum Field Goal reicht. Ja, jetzt stell dir das mal vor, die brauchen ja jetzt auch wieder nur ein Field Goal. So, was machst du jetzt, wenn du Coach bist der Saints, wenn du Sean Payton bist? Kickst du einen normalen Kick, der hinten in die Endzone geht und direkt gedownt wird? Dann haben die aber noch 25 Sekunden. Oder kickst du den ein bisschen flach, dann kommen sie zwar ein bisschen weiter nach vorne, aber es vergehen ungefähr 5 bis 10 Sekunden. Nein, ich will das Ding definitiv an der 25-Yard-Line haben. Also ich sage meinem Kicker, hau das Ding hinten aus der Endzone. Wir haben garantiert den Ball an der 25 und sie müssen, guck mal. Genauso machen sie es. Genauso machen sie es. 25 Yard Linie, 25 Sekunden. Ansonsten ist es zu riskant. So, und sie jetzt haben noch ein Timeout. Uiuiui. Jetzt wird mir. Also 25 anders. Sekunden ist wirklich ein ganz, ganz enges Ding. Ja. Das müssen längere Pässe sein. Da kommst du mit Kurzpassspielen nicht mehr weiter. So, und guck mal, sein Quarterback-Rating 71,7. Hat so gut angefangen und dann drastisch abgefallen, wenn es drauf ankommt. Aber am Ende kackt die Ente, hat jemand mal gesagt. Only when the fat lady sings. Wenn die dicke Madame singt, ist das Spiel vorbei. Jetzt haben sie noch einen False Start und gehen noch 5 Yards nach hinten. False Start, Offense number 74. 5 Yard Penalty. First down. So, und jetzt fragt man sich, warum benutzt er diese komische Cadence? Hart, 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 hart! Ja, weil er natürlich die Verteidigung ins Offside locken will, um billige 5 Yards zu kriegen. Und was machen sie? Schießen sich selbst ins Ausgerechnet Fuß. Mike Rammers, die 74, einer der besten und erfahrensten auf Seiten der Vikings. Hier kommt Case Keenum und den bringt er an, den Ball. Und sie halten ihn natürlich fest. Sie wollen nicht, dass sie den Ball schnell wieder auf den Boden legen. Und Robertson tut so, als würde er ihn beruhigen wollen. Dabei will er ihn dann nur davon abhalten. Ja, er will verhindern, dass der Ball schnell wieder hingelegt wird. Ja, diese kleinen Tricks werden uns auch mal beigebracht als Defense-Spieler. Steht ganz langsam auf, lasst euch gut Zeit. Jede Sekunde zählt hier wirklich. So, mal gucken, ob sie ihn überhaupt noch mal brauchen. Und wenn ja, ob Kai die Nerven behält. 18 Sekunden noch.
Die beste Chance ist, den Ball irgendwann die Außenlinie zu werfen und den Spieler dann out of bounds gehen zu lassen. Aber das wissen natürlich auch die Verteidiger der Saints. Aber sie haben jetzt keine Timeouts mehr, nur noch 18 Sekunden. Das heißt, entweder sie gehen out of bounds oder müssen Hurry-up-Field-Goal laufen, für das du eigentlich 15 Sekunden brauchst. Also sie müssen out of bounds gehen. Das heißt, jetzt spielt die Defense die Seitenlinie, hoffentlich. Incomplete Pass, 14 Sekunden noch. So, mit 14 Sekunden kann ich dir sagen als Trainer, Hurry up, Field Goal kriegst du jetzt nicht mehr hin. Und spiken den Ball? Das ist deine einzige Möglichkeit, den Ball noch mal zu spiken. Aber dafür dürfen sie jetzt nicht ihre ganzen Versuche aufbrauchen. Sie brauchen ja noch einen oder zwei übrig für einen Spike und einen Field Goal. Die Chance wird kleiner für die Minnesota Vikings. Ja, hier geht es wirklich darum, man versucht, den Ball direkt out of bounds zu werfen. Deswegen spielt die Defense ja die sogenannte Fans-Defense. Sie stellen sich wie ein Zaun auf der Außenlinie auf und versucht hier, die Receiver nicht out of bounds zu lassen. Third and final charge timeout. New Orleans, 30 seconds. Also, Sean Payton will seine Defense noch mal einnorden für diesen Versuch. Er weiß, er braucht jetzt 110% von jedem seiner Spieler. Und die Anspannung an der Seitenlinie, ich kenne das als Trainer und als Spieler, du sicherlich auch und du eben auch, ist unermesslich. Und gerade als Cheftrainer ist da der Blutdruck auf 8500. Und als Quarterback wahrscheinlich auch. Alles. Du drehst durch. Jetzt benutzen sie sicherlich noch Kyle Rudolph hier unten, damit er hilft gegen Cameron Jordan. Ja, sieht man, chippt ihn. Oh, da kam aber Druck ab durch die Mitte. Puh, da hat er einen harten Hit einstecken müssen. So, und jetzt sind es noch 10 Sekunden. 10 Sekunden in diesem Spiel. Die Möglichkeit wird immer kleiner. Ja, mit 10 Sekunden musst du den Ball out of bounds bekommen. Es hilft nichts. Da laufen sie einen TT-Stunt, Nose-Tackle-Stunt. Guck mal, da ist das, wovon Markus gesprochen hat. Fans tief stehen, tief und warten an der Seitenlinie, dass die Routen nach außen kommen. Und da ist nichts zu kriegen. Weil sie wissen, wenn der Ball im Feld ist, wird die Zeit auslaufen. Oh! Das ist geschafft! Das gibt's doch nicht! Was ein Spiel! Das ist doch nicht der Ernst! Das ist doch einfach unglaublich! Die sind doch des Wahnsinns! Ich hab Gänsehaut am Pull. Das gibt's. Was ist hier passiert? Ich hab geahnt, da ist doch irgendwas ist hier noch in der Luft! Das gibt's doch nicht! Fassungslos! Das ist ja wie ein Film! Das ist Hollywood! Das ist gescriptet! Da versuchen die alles, um Kiko zu schießen. Deswegen liegen wir Football! Wahnsinn, das war das beste, geilste Ende, das man sich in diesem Spiel wünschen kann. Wahnsinn! Ja, aber wir müssen doch noch mal die Zeitlupe sehen. Was um alles in der Welt haben die denn da gemacht? Marcus Williams, der Rookie. Guck mal. Was? Das meint ihr doch nicht ernst? Und räumt seinen eigenen Mann weg. Macht da einfach Kopf runter und fällt hin, anstatt ihm mit einfach ganz normales Tackling. Der Ball ist 10 Minuten. Guck dir das mal an. Ohne Arme, Kopf runter. Alles falsch gemacht, was du falsch machen kannst. Und da rächt sich 21 Jahre alt, Rookie, aus dem College gekommen. Spielt das ganze Jahr eine Riesensaison und dann, wenn es drauf ankommt, macht er den Rookie-Fehler. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich richtig für die Minnesota Vikings. Im Heimstadion. Wir werden über dieses Finale in diesem Spiel noch ganz viel sprechen. Wir geben ganz kurz ab und sind direkt wieder da.